Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 15. Dezember 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt noch eine Tagesbotschaft. Die erste Frage ist, was denkt er? Und die Antwort gibt dieses Bild. Er zeigt Offenheit. Er überreicht diesem goldenen Kelch und das symbolisiert seinen Gefühlen. Das kann eine Einladung sein, das kann auch bedeuten, dass er offen spricht über seinen Gefühlen. Und das ist sein Plan, das ist ihm bewusst. Was liegt im Verborgenen, in das Unbewussten, in seinen Gefühlsebenen, das zeigt hier dieses Bild. Er fühlt sich eingeschränkt. Die Zahl 9 schränkt ein oder er stoßt an seinen eigenen Grenzen. Und der Grund ist die Finanzen. Die Münzen symbolisieren das Geld, indirekt seine berufliche Situation. Aber bedeutet auch Werte oder Wertschätzung. Er bekommt zu wenig Anerkennung. Oder er ist momentan nicht in die Lage, Sicherheit und Stabilität geben oder seine Ideen im Tat umsetzen, so wie er das vorstellt. Damit stoßt er an seinen eigenen Grenzen. Die Münzen symbolisieren nämlich die Taten. Steht in Verbindung zum Erdeelement. Es ist zwar ein Treffen hier sichtbar, auch eine Umarmung. Er zeigt auch offen seinen Gefühlen, aber im Hintergrund ist eine dritte Person. Das kann ein Mann sein, das bedeutet, er ist eifersüchtig oder er hat Angst, dass ihr jemand kennenlernt und hat Verlustangst, oder kann eine Frau auch symbolisieren, weil die Karten haben symbolische Bedeutung. Und das würde heißen, er ist noch gebunden. Das ist zwar eingeschlafen alles, aber jemand spielt noch hier eine Rolle. Aber wie ich schon sagte, die Karten haben symbolische Bedeutung. Das muss nicht mal eine Person sein, sondern das kann auch Ängste bedeuten. Was vermittelt er? Das zeigt hier dieses Bild. Er ist krank oder ihn kränkt etwas. Das kann auch die Finanzen sein. Die Münzen symbolisieren nämlich das Geld. Oder indirekt kann das auch seine berufliche Situation sein. Oder er hat das Gefühl, er verliert gerade den festen Boden unter den Füßen und kränkt ihm etwas. Er möchte, dass ihr zuhört und Verständnis zeigt. Und dieser Bär bedeutet Kraft. Entweder möchte er, dass ihr diese Kraft gibt,
oder er gibt euch die Kraft, kann auch bedeuten, er fühlt sich momentan müde, erschöpft, ihn kränkt etwas und er fühlt sich kraftlos. Und das war die 3 Fragezeichen Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.